Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, wir sind immer noch Tabellenplatz. Momentan ist ja noch uninteressant. Erstmal fertig simulieren. So, da sind wir auch schon in der nächsten Partie. So, immer noch Tabellenplatz Nummer 6 in Schlagdistanz auf Energie Cottbus. Da müssen wir handeln. So, aber wir haben erstmal noch zwei E-Mails. So, aktuelles aus England mal wieder. Ist da was Schönes dabei? Ja, die werden jetzt ein bisschen durchgeguckt, was die so bringen. So, aber da ist jetzt nichts Feines dabei, muss man sagen. So, und wir haben wieder eine Pressekonferenz, da klinken wir uns natürlich ein und da motivieren wir mal wieder St. Pauli, wie immer. Wir verlieren hier keine schlechten Worte über den Gegner. Eieiei. Das ist irgendwo gerade blöd. Ich wäre hier schon direkt vor dem Spiel gegen den ersten FC Köln und dann sind die Leute hier noch so fertig. Das ist, scheiße. Da muss ich personell ein bisschen umstellen. Oder ich lasse umstellen. Wäre mal auch eine Möglichkeit. Verhook und Nöten sind drin geblieben. Kala ist jetzt als Rechtsverteidiger drin. Goethe ist immer noch drin. Linker Innenverteidiger. Schachten. Kringe ist drin. Tai ist drin. Ja, Mittelfeld ist so gut wie, ja, wie soll man sagen, so gut wie erholt. Muss man jetzt offen und ehrlich zugeben. Und ja, ist man eigentlich recht zufrieden jetzt mit dieser Aufstellung, deswegen lassen wir die gleich so. Wohl das Optimalste, was man jetzt hier rausholen kann. Und so eine englische Woche, die zehrt halt irgendwo an den Kräften. So, dann gegen Köln. Wir bleiben wieder im Braun. Wir sind auswärts. Wir sind in Köln. Eine schöne Stadt, muss man zugeben. So, ich darf schon wieder in die Scheißtonnen hier treffen. Mann, Mann, Mann. Mal gucken, was das wird. Nichts. Ich bin nur wieder verdammt nah an die Tonnen rangekommen. Ist ja schön. Huch, das war mal wieder gar nichts. Muss ja auch ab und zu mal sein. So. Huch, der war total vorbei. Komm, brich ab, der wird nix. Brich ab, habe ich gesagt. Ja, 200 Punkte, super. Ach komm, ey. So habe ich den Stick gar nicht rüber gedrückt, was der jetzt da rüber gehauen hat. Was soll denn der Scheiß? Mann. In so eine Tonne zu treffen ist echt, ja, nicht unbedingt einfach. Nicht mal in die erfordern, die schräg stehen. Ich bin gespannt, weil ich das erste Mal wieder in der Tonne treffe. So, der fliegt ein bisschen weiter. Oh, komm, ey. Beinahe wäre er reingeflogen. So, komm schon. Oh, der will da nicht rein. Nirgends. Muss denn sowas sein? So, leck mich. Ja, komm, drücke ich gleich Start, weil das habe ich total verhunzt. So, dann hoffen wir, dass es gegen Köln besser läuft. Dass es gegen Köln einfach super läuft. Wir brauchen dringend unsere Punkte. Wir wollen immer noch gefährlich werden im Aufstiegskampf mitspielen. Aber so natürlich nicht, mit so einem Fehlpass. Der seinesgleichen sucht. So, gut. Alter! Der Torwart ist aber hier ziemlich weit rausgekommen. Was macht er denn? Er schlägt mal wieder ziemlich weit ab. So, aber der Ball geht an uns. So, Meier. So. Ah, abseits. Abseits hilft nicht. So, 6 Minuten bereits gespielt. So, gegen Köln
kommen wir relativ gut zurecht gerade. So, komm, geh durch, Meier. So, schön haben sie zur Ecke geklärt. So, Nöten darf wieder treten. Ecke kommt rein. Ah, zu weit weg. So, ich stelle mal wieder offensiver, weil wir uns ja da auch ein bisschen leichter tun, Tore zu schießen. So, schön unterbunden die ganze Aktion von Köln. So, Meier läuft hier auf die Flügel raus. Ah, da sind wir nicht mehr zum Flanken gekommen. Oder Meier ist nicht mehr zum Flanken gekommen. Ist natürlich schade. Aber, naja, kann man nichts machen. So, bauen wir uns hier wieder was auf. So, Nöten. Ah, Meier läuft hier sich schön frei. Einwurf für Köln. Er hat es ziemlich weggedreht, den Ball. So, wir starten gleich mal wieder hier die Gegenoffensive und haben gleich wieder einen Einwurf. So, ich werfe hier nach hinten. So, Köln irgendwie chancenlos hier, dass sie hier was machen können. Ah, da kommen wir nicht hier durch mit dem unserem Pass, den wir einfach mal vorhatten. Nein. Natürlich, Köln dürfen wir auch nicht hier durchkommen lassen. Das unterbinden wir direkt mal. So, Meier, lauf, Meier. Ah, Meier hat schon Einsatz, muss man sagen. So, Verhoog aber genauso. Ah, da kommt er nicht hoch zum Ball. Ah. Es ist schade. Es war eine schöne Aktion, ein schöner Schuss aufs Tor. Und drin! Ratzkowski hat das Tor geschossen, hier in der 27. Minute, wir sind glücklich drüber. Wir sind mal wieder vorne, 1:0. Dann hoffen wir mal drauf, dass wir noch mehr schießen können, wenn wir unsere Torbilanz hier mal, ja, ins Positive drücken können. So, komm schon, setz dich durch, Verhoog. Flanke kommt. Ah, aber da wurde er behindert beim Absenden des Balles. So. Köln kommt hier nicht gefährlich hier vors Tor, vor unser Tor. So. Köln versucht's. Oh, kriegt den Vorteil. Nicht lang lamentieren. Hier was machen. So. Okay. Wir haben auch nicht Schauner hier im Tor. Hat mich jetzt kurz gewundert. Aber der war ja auch nicht mehr so fit. Der hatte auch mal eine Pause verdient. Hier unseren anderen Torwart mal ein bisschen, ja, pushen. Muss man schon fast sagen. Auch mal zum Spielen kommen lassen. Alter. Sowas soll da nicht passieren. Da sollte man schon aufpassen. So, Abstoß kommt. Viele Gesichter, die ich eigentlich noch nie spielen lassen habe. Oder noch nicht so oft spielen lassen habe. Sind jetzt drin. Da hat der Aushilfstrainer ziemlich durchgewurstelt. Muss man sagen.
Mann, schon wieder den Vorteil gepfiffen hier. Er macht da sowieso wieder einen richtigen Freistoß draus, wusste ich's doch. So, weg damit. Ja, jetzt wird Köln schon aktiver vorm Tor. Aber trotzdem kann Verhoog hier den Ball noch ziemlich leicht hier mitnehmen. Oh, das war nix. So, aber das war was Schönes. Tai kommt hier über den Flügel. Bringt den Ball hier rein. Oh, aber zu schlecht. Oder leider kein Kopfballdrang von unseren Spielern. So, 45 Minuten sind um. 4 Minuten Nachspielzeit hier in dieser Halbzeit. St. Pauli liegt 1:0 vorn. So kann man natürlich mit sowas leben. So. Nachspielzeit ist vorbei. Huch. Den wollte ich jetzt nicht so unbedingt so schlagen. So. Und, oh, direkt auf den Keeper. Wäre aber eine schöne Chance für Meier gewesen. Also dieses Ding versenkt. Da pfeift der Schiri auch zur Halbzeit. Nach dieser schönen Aktion. So, wir können erstmal fortsetzen. So, Verhoog ist nicht mehr so gut im Saft. Der sollte dann bald ausgewechselt werden. So, ich wechsle dann auch nicht alle drei auf einmal. Dann mache ich dann schön langsam. So, weg damit. Ui, daneben. Komm schon. Lass Köln hier nicht so aufspielen auf einmal. So, St. Pauli kämpft hier um jeden Ball. Für die wollen ja auch unbedingt den Aufstieg. Oder ich will unbedingt den Aufstieg mit ihnen schaffen. Ich will ihn verwirklichen. So. Und mit Siegen schaffen wir das auch natürlich. Wenn es so weitergeht. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das wir noch haben. Muss ich auch mal gucken. Und mal wissen, was für Polster wir noch haben. Bis wir, ja, es geschafft haben müssen. So. Hier ruhiges Passspiel erstmal. Auch wenn Köln hier ziemlich reindrückt. Mann, aber dann solche Fehlpässe sind dann hinderlich. So, Verhoog läuft hier schon wieder. So, da steht... Oh! Wer war denn das, der da am Ball vorbeigesegelt ist? Wusch. Da war er zu spät dran einfach. So, Köln wechselt. Das habe ich jetzt auch mal vor. So, Kader. So, Verhoog muss unbedingt raus. Kommt wir das hinein? So, Nöte kommt auch raus. Komm, scheiß drauf. Und rechter Innenverteidiger muss auch raus hier. Ja, dann bringt man einen Rechtsverteidiger. So, sage ich fortsetzen. Habe ich doch dreimal auf einmal gewechselt. Ja, wir brauchen einfach die neuen Energien. Dass man das nächste Spiel auch... Ja, dass wir auch das Spiel nicht jetzt wegen Kräftemangel hier verlieren. Das kann natürlich auch immer schnell passieren. Und das wollen wir natürlich vorbeugen. So, Tai läuft hier. Ah, bringt die Flanke hier nicht herein. Natürlich schade. So. Ja, unser Torwart hat den sicher... Plickwett... Blickwert. So. Ah, wo ging der Ball hin? Der Fehlpass tut weh. Und noch so ein Ding. Boah.
Nein, so sollte es nicht passieren. So, unser Torwart hält wieder, was er verspricht. So, kurzer Auswurf einfach. So, na, und dann die Fehlpässe. Jetzt reicht's mal mit den Fehlpässen hier. Was war denn jetzt los? Wer hat denn hier schon wieder gefoult? Ist ja schlimm hier. So, weg damit. Nicht Köln hier zum Zug kommen lassen. Das wäre schlecht, sehr schlecht. So, kommt schon. Reißt euch zusammen hier. Zeigt mir, was ihr könnt. Ihr habt was drauf, Leute. Alter, ich bring das Ding einfach nicht raus. Psirsk. Psik. Hätte hier beinahe einen Kopfball durchbekommen. Huhu. Den hab ich da rausgeköpft. Glaubt man ja nicht. So, weg damit. Huch, da habe ich jemanden umgenietet. Das wollte ich aber nicht. Tut mir leid. So. Mann! Jetzt drücken die Kölner hier rein. Jetzt dringt die so richtig auf. So. Ah, komm, ey. So easy weggenommen worden, der Ball. So. Kringe. Kämpft hier wirklich verbissen um den Ball, bekommt ihn aber nicht. Mann! Das nervt ja schon fast. So, kurz mal abgebremst den Ball. Und dann jetzt hier. Mann, Mann, Mann. Es wird doch so nichts. So, weg mit dem Ding. Ah. Ist doch schlimm hier. Mann, bekomme ich jetzt endlich mal was fertig? Was? Das war einfach nur ein bisschen Körpereinsatz. Ja gut, ein bisschen groberer Körpereinsatz. Das muss man schon zugeben. Aber Fußball ist noch kein körperloser Sport. Kriege ich in der 86. noch einen rein? Das ist natürlich mies. Eieiei, jetzt muss ich kämpfen. Dass ich hier vielleicht noch ein Tor schießen kann. Hoffentlich. Mann, Mann, Mann. Jetzt bekommen die hier den Ball weg. So, aber Einwurf für uns. Dann können wir hier schon mal schön aufdrehen. So. Kann doch nicht mehr wahr sein. Ah, oh, noch ein Einwurf für uns. Können wir hier bitte schneller? Mann, lauf doch! Du faule Sau! Du bist Fußballspieler, du bist für Laufen bezahlt. Kann doch nicht wahr sein. Mann, dann zieh mal halt einfach mal so ab. Scheiß drauf. Mann, da werde ich ja direkt sauer. Wenn die Leute hier nicht aus dem Quark kommen. Ah, ja.
Niedergerempelt, muss man schon fast sagen. Jetzt komm schon. Das gibt's doch nicht. Köln ist einfach stärker aus der Halbzeit gekommen. Naja, dann haben wir halt nur ein Unentschieden. Hilft nicht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.